Im frühen Universum tickte die Zeit anders, langsamer. Vor wenigen Tagen gelang einem Team der lange ersehnte Nachweis, dass die Relativitätstheorie auch die Zeit kurz nach dem Urknall richtig beschreibt. Anhand von Beobachtungen von fast 200 Quasaren wurde deutlich, dass die Zeit etwa 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall 5-mal langsamer verging als heute. Und um das zu verstehen, müssen wir einiges entpacken. Tauchen wir mal ab in die allgemeine Relativität Einsteins. Ich bin Ronny, heute im T-Shirt, weil es hier 35 Grad sind. Willkommen bei Raumzeit. Vorweg ein Buchtipp. In ein Universum aus Nichts geht Lawrence M. Krauss den Relativitätstheorien Einsteins auf den Grund und er macht das sehr leserfreundlich. Keine Zeit für ein ganzes Sachbuch. Dieses Buch findet ihr auch bei Blinkist, dem Sponsor unseres heutigen Videos. Mit dieser coolen App kannst du die Kernaussagen von weit über 5000 Sachbüchern und Podcasts in nur 15 Minuten auf deinem Smartphone erfassen. Dabei geht es nicht nur ums Lernen, sondern um das Verstehen spannender Ideen. Blinkist bietet eine einzigartige Auswahl von mehr als 5000 Titeln aus verschiedenen Kategorien. Das Bite-Sized-Format passt perfekt zu deinem urbanen Lebensstil und ermöglicht es dir, beim Joggen oder Pendeln Wissen aufzunehmen. Ganz neu im Angebot: Blinkist Spaces. Blinkist Spaces ist eine Möglichkeit, deine Lieblingsblinks mit Freunden, Familie oder Kollegen zu teilen und zu diskutieren, quasi wie in einem Buchclub. Du kannst einen privaten Space mit einem Freund erstellen oder einen größeren themenbezogenen Space für eine Gruppe von Menschen. Cool. Probier Blinkist einfach mal aus und erhalte exklusiv 25% Rabatt auf Blinkist Premium sowie 2 Mitgliedschaften zum Preis von einer. Starte jetzt deine kostenlose 7-Tage-Testversion über den Link in der Beschreibung und erweitere dein Wissen. Schön, dass ihr hier geblieben seid. Also, in der Frühzeit des Kosmos, da kroch die Zeit im Schneckentempo dahin. Das ist eine erwartete Konsequenz der allgemeinen Relativitätstheorie. Eine Konsequenz allerdings, für die bisher der Nachweis ausstand. Wir wissen schon seit geraumer Zeit, dass Einsteins Theorie mittlere Zeitalter gut beschrieb. Das konnte anhand von Supernovae der Klasse 1a nachgewiesen werden. Zu einer solchen Supernova kommt es, wenn ein weißer Zwerg innerhalb eines binären Systems Material von seinem Begleiter kannibalisiert. Die Masse des weißen Zwerges, die nimmt zu, bis sie einen kritischen Punkt erreicht. An diesem detoniert der weiße Zwerg in einer Supernova des Typs 1a. Die Masse hat hier quasi immer den gleichen Punkt. In der Konsequenz kommt es auch immer zu einer charakteristischen Explosion. Diese können wir beobachten und sehen im weiteren Verlauf, wie die Helligkeit der Supernova abnimmt. Und das passiert immer in etwa 50 Tagen. Weil also solche Supernovae im Grunde immer identisch ablaufen, lässt sich an ihnen die Zeit wie an Uhren ablesen. Als ein Forschungsteam 2008-13 Supernovae des Typs 1 mit einem hohen Redshift, also größerer Entfernung, untersuchten, stellten sie eine Dehnung der Lichtkurve fest. Die am weitesten entfernten von ihnen liefen nur mit 60% der erwarteten Geschwindigkeit ab. Und das entsprach genau den Voraussagen, die sich aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ergaben und war somit ein klarer Hinweis darauf, dass die Zeit in weiter entfernten Regionen des Alls einfach langsamer tickt. Solche Supernovae sind aber limitiert. Sie sind zwar unfassbar hell, aber eben nicht so energiereich, dass wir sie in der frühen Phase des Kosmos beobachten könnten. Geraint Lewis und Brendan Brewer, die Autoren der aktuellen Studie, suchten also nach anderen Objekten, nach Objekten, die noch energiereicher sein mussten als Supernovae und die es gerade in der frühen Phase des Universums in großer Zahl gab. Ihre Wahl fiel auf Quasare. Diese aktiven galaktischen Kerne, diese fressenden schwarzen Löcher erlauben ebenso wie Supernovae eine gute Beobachtung von zeitlicher Veränderung. Die Forscher nutzten Daten des Sloan Digital Sky Surveys. Die von ihnen ausgewerteten 190 Quasare wurden von 1998 bis 2020, also mehr als 2 Jahrzehnte lang, kontinuierlich beobachtet. Von jedem Quasar liegen im Schnitt 200 Messungen vor. Die beobachteten Quasare reichen dabei bis zu einem Redshift von 4. Keine Angst, ich erkläre das gleich genauer. Eine Rotverschiebung von 4 entspricht einem Alter von 12,9 Milliarden Jahren. Diese Quasare sind also sehr jung. Die jüngsten von ihnen entstammen einer Epoche, in der das Universum noch nicht einmal 1 Milliarde Jahre alt war. Die Studie konnte erfolgreich zeigen, dass wir bei den Quasaren aus der Frühzeit des Kosmos das gleiche beobachten wie bei den Supernovae des Typs 1a. Die Zeit vergeht für sie langsamer, bis zu 5-mal so langsam, wie sie es für uns tut. Interessant wird es, wenn wir uns den Grund dafür anschauen.
Astrophysikerinnen und Astrophysiker sprechen hier von kosmologischer Zeitdilatation. Sie unterscheidet sich von der Form der Zeitdilatation, welche sich als Konsequenz der speziellen Relativitätstheorie ergibt. Anders als bei dieser geht es hier nicht um zwei Objekte, die sich relativ zueinander bewegen. Lokal befinden sich nämlich sowohl der Quasar als auch wir in Ruhe. Dazu kommt, dass die spezielle Relativitätstheorie Geschwindigkeiten jenseits der Lichtgeschwindigkeit verbietet. Aufgrund der Expansion des Raums aber können sich zwei Objekte scheinbar mit höheren Geschwindigkeiten als c voneinander entfernen. Kosmologische Zeitdilatation ist auch nicht die aus der allgemeinen Relativitätstheorie bekannte Form, welche auf einer Verzerrung der Raumzeit aufgrund der Anwesenheit von Energie basiert. Richtig ist aber, dass wir auch bei kosmologischer Zeitdilatation Einsteins allgemeine Relativitätstheorie bemühen und dass es sich um einen Effekt handelt, den wir ganz gut mit dem Doppler-Effekt vergleichen können. Dieser Doppler-Effekt ist uns aus der Realität vertraut. Wenn wir aus aktuellem Anlass bei der Love Parade zuschauen, ich weiß, die heißt jetzt Rave the Planet, ich war gerade erst da, und so ein Wagen von uns wegfährt, dann passieren folgende Dinge. Wir hören den Song länger als die Leute auf dem Wagen. Wir hören ihn tiefer und wir hören ihn langsamer. Das ist ein relativer Effekt der Bewegung. Und es passiert etwas ganz Ähnliches bei den Quasaren vom Anfang des Universums. Das Licht, das muss eine zunehmend längere Distanz überbrücken. Nicht weil der Quasar mit hämmerndem Drum and Bass von uns wegfährt, sondern weil sich der Raum zwischen uns und dem Quasar stets ausdehnt. Und das passiert linear mit der sogenannten Hubble-Konstante. Die Hubble-Konstante, deren Wert noch immer nicht perfekt ermittelt worden ist, die können wir ganz grob mit 70 km pro Sekunde pro Megaparsec angeben. Das bedeutet, dass sich der Raum über ein Volumen von einem Megaparsec, das sind gut 3 Millionen Lichtjahre, um 70 km pro Sekunde ausdehnt. Wenn wir uns nun vorstellen, dass ein Quasar in einer Entfernung von 1000 Megaparsec ein Photon aussendet, dann wird uns dieses Photon eher erreichen als alle Photonen, die danach ausgesendet werden. Die folgenden Photonen müssen schließlich eine größere Strecke überwinden, da der Raum weiter expandiert. Photonen, die der Quasar mit einem Abstand von genau einer Sekunde aussendet, müssen jeweils 70.000 Kilometer weiter reisen als die Photonen in der Sekunde davor. Und damit würde die Zeit des Quasars aus unserer Sicht knapp 20% langsamer ablaufen, seine Rotverschiebung entspreche etwas mehr als 0,2. Ohne jetzt zu tief in die Physik einzutauchen, bemerken wir vielleicht schon einen Zusammenhang zwischen Rotverschiebung und kosmologischer Zeitdilatation. Tatsächlich gibt es diesen. Die Zeitdilatation erhalten wir mit 1 geteilt durch 1 plus z, wobei z der Rotverschiebung entspricht. Damit sollte für die 13 Milliarden Jahre alten Quasare mit einer Rotverschiebung von z gleich 4 eine Zeitdilatation von 1 durch 4 plus 1 gemessen werden. Und siehe da, genau das konnten die Forscher aus Australien beobachten. Die Zeit verlief mit nur 20% unserer Geschwindigkeit. Hätten wir anstelle der Quasare gigantische Uhren im All, welche vor 13 Milliarden Jahren analog zu unseren Uhren sichtbar im Kosmos tickten, wir würden Uhren sehen, deren Sekundenzeiger nur alle 5 Sekunden weiterspringt. Die Astrophysiker in Sydney sahen übrigens genau das in den Quasaren, sie sahen Uhren. Schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel an. Der Quasar Ton 618 in der Konstellation Canis Venatici weist eine Rotverschiebung von 2,219 auf. Das Licht musste bis zu uns eine Distanz von 3,31 Gigaparsec überbrücken, was 10,8 Milliarden Lichtjahren entspricht. Tatsächlich befindet sich der Quasar aber aufgrund der Expansion des Kosmos mittlerweile 5,59 Gigaparsec von uns entfernt. Mehr als 18 Milliarden Lichtjahre. Mit seiner Rotverschiebung von 2,219 erwarten wir eine Zeitdilatation von ca. 0,3. Wenn wir also Ton 618 beobachten, dann sehen wir seine Entwicklung in Zeitlupe, verlangsamt auf 30% des ursprünglichen Zeitflusses. Fun Fact, Ton 618 ist mit einer Leuchtkraft von 4 mal 10 hoch 40 Watt, sagenhafte 140 Billionen Male heller als die Sonne. Und wenn ihr mehr über Quasare wissen wollt, dann schaut gern mal in dieses Video hier rein. Ich hoffe, das Video heute war nicht zu trocken und ich konnte euch einige neue Einblicke in die Welten des Kosmos geben. Wir freuen uns riesig über einen Daumen nach oben und euer Abo. 200.000 sind irgendwann mal das große Ziel. Ein Dank geht raus an unseren heutigen Sponsor Blinkist, an euch alle und natürlich ganz besonders an unsere Unterstützer auf Patreon, allen voran unsere galaktischen Overlords Rico, Christian und Thomas von medienrettung.de. Und in diesem Sinne 42.